it's very easy to listen to, kind of, it's made to entertain. Unterhaltungsmusik auf höchstem Niveau, im besten Sinne. Von humorvoll bis unglaublich expressiv, also da ist alles drin. Ja, alles wert für ein Festival. Ja. Ja. Mein Name ist Esther Hoppe, ich bin Geigerin, komme aus der Schweiz. Ich bin Christian Poltera, Cellist. My name is Lilli Maijala. I'm a viola player. Und gemeinsam proben wir ad hoc in Erlen die Serenade Opus 8 für String Trio von Ludwig van Beethoven. The serenade consists of 7 movements. The first one, marcha, allegro. It's a happy march. Very short one, very light march. Der vielleicht längste Satz dieser Serenade ist dieses Adagio, kommt gleich an zweiter Stelle. Und als großer Kontrast zu diesem feierlichen, knappen Marsch, eben hier breitet sich doch etwas sehr Lyrisches aus, auch mit sehr viel Tiefsinn. Also ich denke, normalerweise hätte man einen etwas auslabenden ersten Satz. Und dass dann schon ein Adagio kommt, ist schon sehr ungewöhnlich. Then comes the funny Menuetto. Drei Zeilen Allegretto, drei Zeilen Trio, wieder Allegretto und dann Codan schon wieder fertig. Auch wieder sehr abwechslungsreich. There are a lot of little jokes, including the coda, which comes a bit of a surprise. And then we go back to Adagio, another Adagio, but this time very short one, because Beethoven breaks this Adagio with two incredibly nagging and funny scherzo. Really, really short scherzos. They remind me of chickens, actually, to be honest. This is the humor of Beethoven. Der ist so der Tonpatsch. Der immer ins Wort fällt, oder zu spät. Ja. Und das ist eigentlich immer in diesen Scherzo-Teilen. Das ist sehr, sehr auffällig. The fifth movement is Allegretto alla Polacca. It's a really kind of choppy and funky Polish dance. Da entwickelt sich schon was, vielleicht schwer zu beschreiben, aber was extrem Lebhaftes. Man kann sich da die Bälle zuwerfen und man kann ein bisschen mit dem Timing, eben mit dem Polacca-Rhythmus fast ein bisschen ungenau im besten Sinne spielen. Plötzlich ist man sehr, sehr exponiert. Gerade zum Beispiel das Cello spielt die ganze Zeit wirklich Begleitfiguren und plötzlich zwei Zeilen lang in einem sehr hohen Register ein unheimliches Solo, als wäre es aus einem schwierigen, virtuosen Cello-Konzert. Und das sind auch so die Herausforderungen, diesen schnellen Rollenwechsel. Da muss man sehr, sehr schnell reagieren und auch aufeinander reagieren zwischen Begleiten und Hauptstimme. Und da ist ein ständiges Hin und Her. Das ist sicher der virtuoseste Satz jetzt in der ganzen Serenade, denke ich. Wenn jemand sich nicht ganz sicher ist, ob er das Stück kennt, da habe ich das schon mal gehört, dann kommt dieses Aha-Erlebnis. Ach doch, das ist doch das mit der Polacca drin. And then, as very often in serenade form, we hear Thema con variazioni. Und dann kriegt jedes Instrument einfach eine Variation, um ja, auch zu zeigen, wie man das Thema variieren kann und das Instrument auslotet gleichzeitig und die individuellen Qualitäten und des Registers, eine schöne Bratschenversion und eine Cello-Version und so weiter, diese Unterschiede schön zu demonstrieren. Das ist alles drin, die Dur-Variation, dann die Moll-Variation, die dramatische und dann am Schluss die fast schon verklärte Rückkehr zum Thema als quasi Coda, also es ist in sich sehr geschlossen. Das ist ein Satz, den man auch so fast schon für sich alleinstehend spielen könnte, oder? And that leads directly into the march, which we heard in the beginning. So basically we repeat the same march at the very end of the piece. Then there's a nice closing for the serenade. Diesen Satz hat er wirklich nicht variiert. Der ist 1:1, ist er identisch. Der steht für sich, aber weil man so viel dazwischen erlebt hat, fühlt es sich automatisch ganz anders an. It's a very happy ending. Man kann
kann ja gar nicht alles proben, dafür sind es zu wenige Proben. Also eben, man muss ein bisschen eine andere Einstellung haben, als wenn man jetzt ein festes Ensemble wäre. Ad hoc hat einfach dann die Chance, dass Ideen, vielleicht auch Gewohnheiten hinterfragt werden und das vielleicht auch mehr Risiko im Spiel, und das ist der Reiz. Wir bekommen von neuen Kollegen und Kolleginnen auch einfach sehr viele neue Anregungen, und das ist auch sehr, sehr erfrischend. Just one person can change the dynamic here in Erlangen, I must say. I feel very, very comfortable with anybody I play with, and that's quite magical, because it doesn't happen everywhere. Also im Konzert ist im Idealfall die beste Version, weil da ist noch die zusätzliche Spannung da, von der Atmosphäre, vom Publikum.